Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Man muss schon so ehrlich sein, was da gerade medial auf die AfD abgefeuert wird, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Und ich glaube, die meisten von euch, egal wie alt ihr sein mögt, werden wahrscheinlich sowas noch nie erlebt haben, dass so extrem etwas gegen eine demokratisch gewählte Partei in Deutschland aufgefahren wird und dass jetzt auch noch die Ampelregierung praktisch ihre letzten Ideologen auf der Straße mobilisiert, setzt dem Ganzen natürlich noch die Krone auf. Aber die AfD schafft dennoch gerade ein wahres Wunder, fährt direkt den nächsten Erfolg ein und das ZDF nun, das rastet völlig aus. Mehr dazu erfahrt ihr im heutigen journalistischen Beitrag. Ist es nicht grotesk, Leute? Wir haben eine Ampelregierung, die nachweislich die Wirtschaft dieses Landes zerstört, die nachweislich dieses Land in eine schwere Wirtschaftskrise geführt hat, die nachweislich die Preise unbezahlbar und das Leben der Menschen nahezu unerträglich gemacht hat. Und nun gibt es auf der Straße Proteste, nein, nicht gegen diese Regierung etwa, sondern Proteste gegen rechts. Da lohnt es sich aus journalistischer Sicht auf jeden Fall mal näher hinzuschauen, was das dann eigentlich für Proteste sind. Und ich verspreche euch nicht zu viel, wenn wir hier mal über die Wahrheit darüber reden, dann werden einige von euch genau verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Denn wir müssen uns erstmal anschauen, wer feuert diese Proteste eigentlich an. Zum Beispiel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und das besonders Interessante, er sagt ja wirklich, das wären jetzt die Menschen, die die Republik verteidigen. Also eine Nummer kleiner hatte er es wahrscheinlich nicht. Die Republik wird gerade auf der Straße gegen rechts verteidigt. Lustigerweise müsste der Bundespräsident ja eigentlich neutral sein, aber bei den Bauernprotesten, da klang das interessanterweise ganz anders. Da sagte er nämlich, die Bauern dürften sich nicht von Wut leiten lassen und hat sie praktisch kritisiert. Und das finde ich persönlich sehr interessant, weil wie kann man die eine Demo als Bundespräsident kritisieren und bei der anderen sagen, jetzt wird die Republik verteidigt. Das sind ja beides offensichtlich demokratische Demos gewesen. Da muss er ja eigentlich neutral sein und den Willen des Volkes einfach anerkennen. Aber dass man jetzt sagt, gute Demo, böse Demo, das finde ich persönlich schon sehr fragwürdig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber es ist eben ein klassischer Steinmeier, wie wir ihn kennen. Da kommt eben wieder der innere SPD-Ideologe durch und eben nicht der Bundespräsident. Und wir sehen eben, das ist es, was gerade passiert. Diese Demos, die werden angeheizt von SPD-Ideologen, von grünen Ideologen. Das merkt man auch daran, dass Robert Habeck zum Beispiel gesagt hat, er fände es bewundernswert. Jeder, der jetzt gegen rechts auf die Straße gehen würde, der wäre quasi bewundernswert. Interessanterweise hat Robert Habeck erst kurz vorher verkündet, dass die deutsche Wirtschaft sich für eine längere Schwächephase einstellt. Stellen müsse. Ich übersetze das kurz für euch. Ja, Leute, ich bin Robert Habeck, ich habe versagt, die Wirtschaft wird wieder nicht auf die Beine kommen, ich bin als Wirtschaftsminister dafür verantwortlich. Das ist eigentlich das, was er hätte sagen müssen, aber nein, er sagt, stell dich mal darauf ein, dass es mit der Wirtschaft so schnell nichts mehr wird. Da habe ich schon mal so eine Frage, wofür bezahlen wir diesen Mann eigentlich? Was macht er eigentlich hauptberuflich, unser Wirtschaftsminister? Wäre doch mal sehr interessant. Aber natürlich kommen ihm die Demos gegen rechts sehr gelegen, denn sie lenken von seinem Versagen ab. Olaf Scholz hat übrigens auch diese Proteste unterstützt und damit sind wir eigentlich schon komplett, aber wir können sehen, die Ampel feuert diese Proteste massiv an. Und dann wird natürlich mit tollen Zahlen geprahlt, das heißt, Hunderttausende würden gegen rechts demonstrieren. Das klingt ja erstmal sehr toll, oder? Aber man darf nicht vergessen, auch bei den Bauernprotesten waren Massen auf der Straße. Und man darf auch nicht vergessen, gerade auch gegen die Corona-Einschränkungen haben ebenfalls Hunderttausende demonstriert. Das könnt ihr alle noch nachlesen, die alten Artikel. Wie gesagt, da gibt es einige im Netz zu finden. Oder vielleicht wart ihr sogar selber dabei und habt es gesehen. Da wurde ja auch nicht viel Aufhebens drum gemacht. Und deswegen muss man schon sagen, jetzt ist es besonders lustig. Also wenn zum Beispiel auf eher konservativen Demos gerufen wird, wir sind das Volk, machen sich Linke immer ganz wütend drüber lustig und sagen, nein, ihr seid nicht das Volk. Aber jetzt sollen also ein paar hunderttausend Leute von über 80 Millionen Einwohnern, das soll jetzt also das Volk sein, das soll die schweigende Mehrheit sein, die aufsteht. Also irgendwie ist die ganze Geschichte ja schon an den Haaren herbeigezogen. Wir müssen wirklich mal die harte Wahrheit aussprechen. Deutschland hat gewählt und die Grünen haben etwa 14% bekommen bei der Bundestagswahl. Wenn diese 14% demonstrieren würden, wären das Millionen Deutsche, also Millionen Grüne, und es wäre dennoch keine Mehrheit. Fakt ist auch, die AfD hat aktuell 10 bis 12 Millionen Wähler bundesweit laut repräsentativen Umfragen. So, da kommt man ungefähr hin, wenn man von Werten mit 24% bundesweit ausgeht. Wenn man die Wahlbeteiligung berücksichtigt, muss man das vielleicht ein bisschen hoch oder runter rechnen, je nachdem. Aber man kann schon sehr deutlich sehen, wer ist hier eigentlich mehr. Also diese Linken und Grünen sind es auf gar keinen Fall. Und das werde ich euch jetzt auch beweisen. Denn was die AfD gerade geschafft hat, trotz dieser Massendemos, trotz dieser Massenhysterie gegen die AfD, das ist ein wahres Wunder. Da eine brandneue Umfrage für Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern hat gezeigt, dass die AfD bei Forsa massiv zulegt bei diesem Institut und nun auf 31% kommt. Die Wagenknecht-Partei BSW kämpft um die 5%-Hürde, kann ihr also wieder mal gar nichts abnehmen. Auch das ist komplett gefloppt, dieser Versuch der Medien. Und was noch viel relevanter ist, ungefähr jeder zweite Bürger in Mecklenburg-Vorpommern spricht sich für eine Regierungsbeteiligung der AfD aus. Das müsst ihr wirklich mal sacken lassen, Leute. Jeder zweite dort will die AfD in der Regierung. Solche Werte kann man nur als Volkspartei erreichen. Und deswegen kann man deutlich sagen, die, die da demonstrieren, die sind alles, aber die sind nicht die Mehrheit. Auch das ZDF rastet gerade völlig aus. Das fängt schon damit an, dass diese Demos eben gelobt werden, also mehr oder weniger indirekt. Eigentlich ist es ja eine Berichterstattung, aber wie es formuliert wird, es würde sich jetzt Widerstand im Osten regen gegen die AfD. Und das finde ich auch sehr interessant, weil so ein paar tausend Leute in Ostdeutschland gegen die AfD auf der Straße sind, heißt das also, es gäbe jetzt im Osten den großen Widerstand gegen die AfD. Aber was ich besonders lustig finde, die AfD liegt ja eben gerade im Osten, wie eben auch gezeigt, in Umfragen immer weit über 30%, wie gesagt, in Mecklenburg Vorpommern waren es jetzt 31, in Sachsen und Thüringen sind es sogar noch wesentlich mehr, da geht schon auf die 40 zu langsam. Also dann muss man wirklich mal relativieren, da wird ja in Ostdeutschland wirklich von Millionen Menschen die AfD gewählt. Da kann man doch nicht wirklich sagen, weil ein paar Tausend jetzt auf der Straße sind, dann ist es ja auf einmal so, dass jetzt der Osten gegen die AfD aufstehen würde. Und das ZDF macht natürlich munter in dieser Tour weiter, das heißt auch, solle man die AfD verbieten, wieder sowas gefragt. Das ist übrigens ein gutes Stichwort, Leute, wir leben in einer Zeit, wo man wirklich alles Mögliche verbieten, zensieren will, was nicht passt. Ich bekomme das selber wirklich live mit. Ich bekomme massenhaft Kommentare gerade von euch, dass ihr meine Videos auf YouTube nicht mehr angezeigt bekommt. Wie gesagt, solche Kommentare bekomme ich so viel von euch wie noch nie. Und deswegen sage ich ganz klar, es ist extrem wichtig, diesen Kanal nicht nur zu abonnieren, völlig kostenfrei, sondern auch das Glockensymbol zu drücken, die Glocke zu aktivieren, weil dann erhaltet ihr meine Videos nämlich immer angezeigt. Das habe ich nämlich gemerkt. Viele Menschen schreiben mir, seit sie eben abonniert und die Glocke aktiviert haben, seitdem kriegen sie die Videos wieder. Und es freut mich natürlich so sehr, dass die Gegenoffensive auf diesem Kanal so erfolgreich ist, dieser Kanal wieder so schnell wächst. Deswegen danke an alle, die jetzt noch während des laufenden Videos neu abonnieren und neu die Glocke aktivieren. Es ist vollkommen kostenfrei und ihr könnt mir damit sehr helfen, hier gegen Zensur zu kämpfen. Aber weiter im Text, Leute. Das ZDF ist nämlich noch komplett ausgerastet. Was ich euch nun zeige, das ist vielleicht das Verrückteste, was ihr für eine lange Zeit sehen werdet. Denn man fragt sich ja immer, wer sind eigentlich diese Experten, die da im ZDF befragt werden? Sind das wirklich so neutrale Leute? Sind das wirklich Menschen, die man ernst nehmen muss? Hier wurde ein Politologe eben befragt und dieser Politologe hat klar gesagt, die AfD sei keine konservative Partei. Blende ich auch hier die Quelle ein. Allein schon diese Aussage ganz fett abzudrucken, ohne eben irgendwas von redaktioneller Anmerkung noch dahin zu merken, dass es irgendwie Unsinn wäre, weil jetzt kommt's, stattdessen wären die Grünen eine konservative Partei. Nein, Leute, ich habe mir nicht ausgedacht, die Quelle blende ich euch ein. Beim ZDF rastet man wirklich mittlerweile komplett aus. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wie in aller Welt sollen die Grünen eine konservative Partei sein? Also die Partei, die praktisch gegen alles Bürgerliche, gegen alles Konservative in diesem Land kämpft, ja? Die nachweislich wirklich Sachen gemacht hat, wie den AKW-Ausstieg jetzt vollzogen und eben beendet, auch dass es keine AKWs mehr in Deutschland gibt, die solche Dinge gemacht hat wie Habecks Heizungsverbot, die hier eine grüne Transformation will und eben den ganzen bürgerlich-konservativen Gesellschaftsentwurf entsorgen will. Diese Partei ist jetzt hier im Rundfunk von einem Politologen als konservativ geframed worden, während die AfD, nein, die ist nicht konservativ. Also ganz ehrlich, jeder weiß, dass die AfD eine bürgerlich-konservative, eine rechtskonservative Partei ist. Das wissen sogar die Gegner der AfD. Deswegen ist das ja wirklich extrem peinliche Propaganda. Schreibt dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare, Leute. Sind die Grünen für euch eine konservative Partei? Ich muss sagen, ich kriege mich da gar nicht mehr ein, weil das halt wirklich so eine dumme Aussage ist. Aber es zeigt eben auch das Maß an Verzweiflung, wenn man mittlerweile schon wirklich sowas verbreiten muss, dann ist man am Ende. Und ich sage klar, Leute, es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass hier in Deutschland gerade die politische Wende läuft, dass diese Angst, diese Hysterie auf den Straßen, im TV, dass es daran liegt, dass die AfD im Kommen ist, dass die bürgerliche Wende im Kommen ist. Deswegen meine Bitte, Leute, teilt dieses Video überall, zeigt es euren Freunden, zeigt es eurer Familie, klärt die Menschen auf, was hier gerade läuft und dass jeder Einzelne gefragt ist, jetzt auch ein Teil dieser Wende zu werden. Und es ist wirklich sehr wichtig, es in dieser Analyse deutlich zu sagen, wir sehen gerade zwei Dinge. Wir sehen zum Ersten, dass die Menschen wirklich sehen können, dass die AfD mit vielem immer recht hatte, denn gerade auch was die Migrationspolitik angeht, die ja so krass gescheitert in Deutschland ist, sehen wir eben, wenn irgendwo mal wirklich eine harte Migrationspolitik gemacht wird, wie zum Beispiel gerade in einem Landkreis Greiz in Thüringen, dann ist es tatsächlich so, wenn Flüchtlinge eine Bezahlkarte statt Bargeld bekommen, dann verschwinden sie auf einmal, dann gehen sie auf einmal aus dem Landkreis wieder weg. Und da muss man wirklich sagen, das ist ja diese angeblich
schlimme, angeblich böse Politik, die auch die AfD machen will, dass man eben zum Beispiel keine Sozialleistung mehr verschenkt in aller Welt. Und die wird ja immer deswegen so schlimm geframed als rechts oder sowas. Aber man sieht eben an der Realität, dass die AfD recht hat. Würde man so eine Politik wirklich machen, ist hier der Beweis, würden eben viel mehr Menschen abreisen, die wirklich nur wegen Sozialleistungen kommen würden. Und nur die wirklich Hilfsbedürftigen würden dann eben noch kommen, die wirklich Schutz brauchen. Aber genau das ist es eben, was man nicht hören will. Stattdessen hetzt man lieber gegen die AfD, als wäre sie wirklich irgendwie der Dämon persönlich. Wir sehen es zum Beispiel an Markus Söder. Das ist ja total lustig, Leute. Der war ja derjenige, der selber extrem harte Asylpolitik rhetorisch gefordert hat, noch vor Jahren, ihr erinnert euch sicherlich. Jetzt sagt er auf einmal, man muss der AfD die staatliche Parteifinanzierung wegnehmen, weil die ja so rechts wären. Also das ist wieder ein klassischer Markus Söder. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde es wirklich, es zeigt, diese Leute blamieren sich. Wir sind am Gewinnen. Und wie krass die sich blamieren, muss ich euch jetzt noch zeigen. Anhand eines wirklich aktuellen Beispiels ist es wirklich extrem krass. Der Bayerische Rundfunk, Leute, hat mich wirklich diffamiert. Also ich muss erstmal sagen, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ist es ein Ritterschlag, wenn der Rundfunk schon persönlich auf mich aufmerksam wird und mich eben angreift, denn mir wurde vorgeworfen, ich würde praktisch die Jugend manipulieren. Ja, ihr hört richtig, ich hätte einen zu großen Einfluss eben auf junge Menschen. Das würde eben Sorge bereiten. Und warum? Da wurde geschrieben, ich würde den Klimawandel leugnen. Und Leute, ihr wisst es sicherlich, das ist eine komplette Lüge. Ich habe auch öffentlich eine Richtigstellung gepostet, habe mich darüber beschwert. Und Achtung, da haben wir wirklich gewonnen, Leute. Denn ihr habt alle den Bayerischen Rundfunk auf allen möglichen sozialen Medien damit praktisch torpediert und sie zu einer Richtigstellung gezogen. Blende ich hier auch ein, könnt ihr wirklich ganz deutlich sehen, der Bayerische Rundfunk hat sich entschuldigt und hat diese Lüge wieder korrigiert. Aber nochmal, wie krass verzweifelt sind die eigentlich, wenn sie eine offene Lüge über mich verbreiten und sagen würden, ich würde die Jugend irgendwie beeinflussen. Also verstehe ich das richtig? Die Jugend beeinflussen, das dürft nur ihr vom Rundfunk, das dürft nur ihr Linksgrünen, aber wehe, jemand anderes macht es, wehe, jemand anderes macht eben freien Journalismus, dann ist es ganz schlimm. Das Traurige ist ja, diese Leute haben irgendwie Milliarden Zwangsgebühren im Rundfunk und kriegen es nicht richtig hin, über mich als freien Journalisten völlig ohne Zwangsgebühren wahrheitsgetreu zu berichten. Ich habe noch nie irgendjemand so krass hier mit Lügen diffamiert. Das wisst ihr, das ist nicht mein Stil. Und deswegen sage ich auch Danke an jeden, der hinter mir steht. Zum Beispiel hat auch jetzt erst recht eben jemand mir geschrieben, eine Frau, sie wäre stolz, wenn ich ihr Sohn wäre. Und sie wird meine journalistische Arbeit jetzt erst recht mit 20 Euro finanziell fördern. Ich möchte wirklich jedem Einzelnen danken, der das tut, egal ob per Bankverbindung oder per PayPal, die Möglichkeiten, wie ihr meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell fördern könnt, blende ich euch hier im Video ein. So auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und danke wirklich an jeden Einzelnen, der sich jetzt ein Herz fasst. Ihr könnt aktiv Teil der Gegenöffentlichkeit sein. Ich bin nur ein freier Journalist. Ich habe im Gegensatz zum Rundfunk, der mich diffamiert, keine Zwangsgebühren im Rücken, aber ich habe euch und ich zähle auf euch. Deswegen danke an euch alle, die meine Arbeit jetzt fördern. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, diesen Kanal auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Nur dann sehen wir uns auch zum nächsten Video unzensiert wieder, Leute. Bis dann und ciao.